Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute zum Montag wieder mit der Markenneuanmeldung der Woche. Und wir haben uns diesmal als Markenneuanmeldung die Wortmarke Hühnerrolli ausgesucht. Ja, spannende, interessante Wortkreation. Und da ging sofort bei uns das Kopfkino los. Und zwar Hühnerrolli. Ist das die Abkürzung für Rollkragenpullover, also Rolli für Rollkragenpullover? Und wenn ja, wie sieht denn so ein Hühnerrolli aus? Ist der einfarbig oder bunt? Langarm oder Kurzarm? Aus Baumwolle oder Polyester? Oder vielleicht sogar aus Stahlwolle, damit ein Greifvogel oder ein Fuchs das Huhn nicht beißen kann? Spannende Fragen. Oder steht hier Rolli als Abkürzung für Rollwagen? Ich stelle mir dann so ein Huhn vor, das so einen Rollwagen schiebt. Wie auch immer. Ich habe mir dann die Markenanmeldung mal genauer angeschaut und zuerst festgestellt, Markenanmelder ist eine Privatperson, also keine Organisation, keine Firma, eine Privatperson. Als zweites bei der Markenanmeldung habe ich auf die Waren und Dienstleistungen geschaut und da ist die Marke angemeldet für Klasse 18. Und Klasse 18 ist Decken, Bekleidung und Mäntel für Tiere. Also doch ein Pullover. Futtersäcke, Capes für Heimtiere, Bekleidungsstücke für Tiere, Decken für Tiere, Sattlerwaren, Peitschen und Bekleidung für Tiere. Aha, soweit passt das schon mal mit dem Kopfkino zusammen. Und weil ja jeder von uns wissen möchte, wie sieht denn so ein Hühnerrolli aus, habe ich mich mal auf die Suche im www gemacht und habe tatsächlich eine Homepage gefunden der Markenanmelderin unter hühnerrolli.de. Und dort finden wir Hühnerrolli und Hühnerpulli. Und ja, eine spannende Idee. Schaut euch einfach mal auf der Seite um, hühnerrolli.de. Spannung muss ja sein. Mein Fazit, eine interessante Idee in der Umsetzung mit passender Markenanmeldung. Und ich wünsche natürlich der Markenanmelderin viel Erfolg beim Markenaufbau und der Markenführung. Das war's schon wieder für heute, die Markenneuanmeldung der Woche. Lasst mir noch schnell einen Daumen hoch da, denn Markenneuanmeldungen sind immer cool. Und abonniert meinen Kanal, denn wir haben viele geile Themen rund um die Marke. Dann bleibt mir nur noch zu wünschen, einen guten Start in die Woche. Und wir hören und sehen uns bei meinen neuen anderen Videos rund um Marken. Bis denne. Servus.